Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid daher klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Nehmt euch aber vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch vor die Gerichte bringen und in ihren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt, damit ihr vor ihnen und den Heiden Zeugnis ablegt. Wenn man euch vor Gericht stellt, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Brüder werden einander den Tod ausliefern und Väter ihre Kinder. Und die Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, so flieht in eine andere. Amen, ich sage euch, ihr werdet nicht zu Ende kommen mit den Städten Israels, bis der Menschensohn kommt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, ihr werdet nicht zu Ende kommen mit den Städten Israels, bis der Menschensohn kommt. Es wird schneller gehen, als wir glauben. In dieser Zeit der ganz schweren Bedrängnis werden wir denken, es endet nie. Wir ertragen es nicht selbst. Wir, die Letzten, gehen daran zugrunde. Wir müssen dem Feind gegenüber Weh geben. Und dann kommt der Herr, wie er selbst gesagt hat, wie ein Dieb in der Nacht. Wir können als Christen keine Zukunft planen. Wir können nur im Hier und Jetzt leben und unser Bestes geben. Im Hinblick auf die Zukunft. Aber wissen, es kann morgen schon alles ganz anders sein. Nichts ist fix. Das Einzige, das fix ist, ist das Hier und Jetzt, indem ich mich dem Herrn hingebe und mich bemühe, treu zu sein. Wir wissen nie, wer vom Versucher erfasst wird und gegen mich aufgestellt wird. Hier ist die Rede von den eigenen Kindern, die sich gegen ihre Eltern auflehnen und die sie in den Tod schicken. Unvorstellbar. Unglaublich. Das kann ich mir bei uns nicht vorstellen, werden manche sagen. Beim Hitler war es so. In kommunistischen Ländern war es so. In Zeiten, wo man wegen des Glaubens in die Psychiatrie gekommen ist und die Kinder ungläubig waren, war es so. In muslimischen Gebieten ist es so. Für viele
Christen ist dieses Schicksal näher, als man sich denkt. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Wir können nur im Heute leben und wachsam sein. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Der Heilige Geist wird euch eingeben, was ihr reden sollt. Interessant ist, ich stelle mir vor, wenn ich wegen des Glaubens im Gefängnis bin, ist das meine geringste Sorge, was ich denen antworte, denn es ist ohnehin meistens ein abgekartetes Spiel. Und doch sagt Jesus, der Geist wird euch eingeben, was ihr sagen sollt. Der geistliche Kampf, der nicht nur vor Menschen stattfindet, sondern auch vor Engeln und Dämonen, der letztlich dann entscheidend ist. Auch das, so wie Jesus im Verborgenen von den Soldaten mit Dornen gekrönt, verhöhnt und geschlagen wurde, das nur die Soldaten gesehen haben, in diesem Leid ist Heil geschehen. Und so ist es auch bei Millionen verfolgten Christen, die verhört und gefoltert werden, was kein Mensch mitbekommt. Und doch sind sie umgeben von der Gnade Gottes und sie werden ihre Würde nicht verlieren, auch wenn man ganz Schlimmes mit ihnen anstellt. Seid wachsam, klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Eine Haltung in der inneren Sammlung, die wahrnimmt, die ihre eigenen Emotionen in der Kraft Gottes ordnet und ihnen gegenüber frei bleibt, die die innere Klarheit behält, um sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen und nicht von eigenen Zorn, von Angst, von Machtdenken, von Stolz, Trotzigkeit oder sonst etwas, Beleidigtheit, die immer klar und frei bleibt. Und gerade in Zeiten arger Bedrängnis, wie Kinder, werdet wie die Kinder, sagt Jesus. So möge der Blick auf den gekreuzigten Herrn all das zusammenfassen, was ich versucht habe, euch heute zu sagen und euch den Tag hindurch tragen. Amen. Vergelt's Gott.